20 Beschwerdebriefe, weil sich zum Beispiel auf der Schwachhauser Chaussee Fahrzeuge mit unglaublicher Geschwindigkeit fast einem Phantom gleichend bewegen. 15 Stundenkilometer sei zu viel, schreibt die Firma Kühne und Nagel. Aber die Gemeinde der schnellen Fortbewegung wird immer größer. Und ihr politischer Einfluss auch. Der Allgemeine Deutsche Automobilclub fordert schon 1913 freie Fahrt für freie Bürger. Schließlich sei die Staubentwicklung bei Tempo 30 auch nicht größer als bei Tempo 15 und der Lärm sei geringer, je schneller die Autos fahren. Doch noch sind die langsamen Bremer am Zuge. Wer die Höchstgeschwindigkeit überschreitet, zahlt 10 Mark. Gemessen wird nicht mit Automaten, sondern nach purem Augenschein. Aber als dieser Mann nach Bremen kommt, ist die Entwicklung nicht mehr aufzuhalten. Prinz Heinrich, der Bruder seiner Majestät des Kaisers, besucht das erste bremische Autowerk. Die hat der norddeutsche Lloyd gegründet und deshalb heißen die Wagen aus dem Werk in Hastedt Lloyd. Das Fließband ist noch unbekannt, jedes Exemplar ist wertvolle Handarbeit, Spezialität der Bremer Autobauer in den ersten Jahren, Nutzfahrzeuge, Lastwagen und Busse. Aber 1920 zur Automobilausstellung in Berlin präsentieren die Bremer eine technische Neuheit, die für Aufsehen sorgt. Sie hatten den Wagen ausgestellt, ne? Und dann haben sie gesagt, Linkssteuer, ihr seid schon verrückt, wo habt ihr denn, die war ja noch alle Rechtssteuer. Hm. Ja, das, also das kapierten die Leute nicht. Aber irgendwie hat sich das Bremer Linkssteuer dann ja doch durchgesetzt und die Automobilbranche der Stadt erlebt den ersten Höhenflug, den löst der Konstrukteur Borgward aus. Er übernimmt das Lloyd-Hansa-Werk und produziert Autos wie Bäcker Brötchen. In den 30er Jahren gilt die Bremer Autoschmiede als beispielhaft und präsentiert sich stolz in diesem Werbefilm. Nach den sorgfältigen Marktbeobachtungen meiner Verkaufsabteilung muss der Preis unseres neuen Modells unter 4000 Mark liegen. Über diesen Punkt besteht volle Einigkeit. Fassen wir also zusammen. Der neue 2-Liter-Wagen darf höchstens 4000 Mark kosten. Der Motor muss autobahnfest sein und 110 Stundenkilometer mit Sicherheit durchhalten. Ich schließe die Besprechung. Die Karosserie wird vergrößert, der geplante Wagen bekommt 4 Türen. 4 Türen, das wird jeden Käufer bestechen. Und 110 Kilometer Dauergeschwindigkeit, wird der Motor das schaffen? Hier ist der Fahrtbericht. 100.000 Kilometer haben die verbesserten Fahrzeuge bei der zweiten Probefahrt zurückgelegt. Das entspricht einer normalen Gebrauchsdauer von etwa 3 Jahren. Gut, dann können wir mit dem Serienbau beginnen. Tausende von neuen Wagen ihre Käufer. Die Automobilindustrie ist heute ein wichtiges Glied unserer aufgeblühten Wirtschaft.
Allein das Werk, das diese Wagen baut, konnte seine Erzeugung um mehrere 100% steigern. Der Export deutscher Wagen nimmt ständig zu. Tja, und als der erste Autorausch und der Zweite Weltkrieg vorbei sind, fahren die Deutschen im Allgemeinen und die Bremer im Besonderen auf zwei Rädern. Aber nur kurze Zeit, denn schon bald entdecken sie ihre wahre Liebe zum Automobil. Die Erfindung von Otto Benz wird zum Motor des Wiederaufbaus. Gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit auf diese Tour. Sehen Sie doch, die anderen stehen schon dort und nehmen die Creme schon fort beim großen Festbankett. Man isst, was man isst, nicht durch den inneren Wert. Den kriegt man gratis, wenn man Straßenkreuzer fährt. Man tut, was man tut, nur aus dem Selbsterhaltungstrieb. Denn man hat sich nur selber lieb. Drum gehen Sie mit der Konjunktur. Die Autoproduktion von Borgward gibt den Bremern Arbeitsplätze und während noch alles in... Meine Damen und Herren, vor 25 Jahren meldete in Bremen ein Unternehmen Konkurs an, dessen Name wie kaum ein anderer in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg mit Wiederaufbau, Wirtschaftswunder und unternehmerischem Pioniergeist verbunden war. 25 Jahre, fast eine Generation, und trotzdem ist der Name Borgward nicht nur in Bremen unvergessen. Johann Feind hat sich auf eine filmische Spurensuche gemacht bei Arbeitern, Fans und bei der Familie jenes Karl Borgward, dessen Name, dessen Geschichte zur Legende, manche behaupten sogar zum Mythos geworden ist, und der doch nichts anderes gewollt hat, als einen Gebrauchsartikel herzustellen, ein Automobil. Sehen Sie in einer neuen Folge der Reihe Unter deutschen Dächern den Film Borgwards Erben. Ja. Ja. Ja, ja. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ich möchte mal fragen, ob Sie von diesen Vergasern noch verteilt haben. Und zwar den unteren Dichtungsring. Hier. In welches Fahrzeug war dieser Vergaser eingebaut? Ring 611. Nein, da kann ich Ihnen nicht helfen. Mhm. Der ist ja nun mittlerweile auch schon... Etwa 25 Jahre. Etwa 25 Jahre. Eine Automarke, unter der in guten Zeiten einstmals auch Rennmotoren für die Cooper-Wagen gebaut wurden, wird aller Voraussicht nach allmählich aus unserem Verkehrsbild verschwinden. Der Borgward. Für die 20.000 gekündigten Bremer Borgward-Arbeiter galt es, den letzten Gang ins Werk zu tun, um den letzten Lohn abzuholen. Bremens Regierungschef Kaisen, der alles versucht hat, um den Automobilkonzern zu sanieren, sagte dazu: Wenn wir Menschen den Aufstieg eines Werkes miterleben und dabei selbst tätig gewesen sind, dann empfinden wir natürlich ganz andere Gefühle für das Werk, als wenn wir an seinem Ende Betrachtungen anstellen. Wenn Politiker in die Wirtschaft eingreifen, dann ist es meist immer faule Sache. Ich bin seit 1935 hier beschäftigt, im Aufbau. Ich habe den ersten Wagen von der Hand mit installiert, bis zur jetzigen Entwicklung. Es ist ja an sich eine Schande, dass die Arbeitskräfte ihre ganze Arbeit verlieren hier, nicht? Also an sich müsste es ja so sein, dass doch jemand sich da finden täte, der diese Firma wieder auffängt, nicht? Thank you.
Bremen im Juni 85. Fast 25 Jahre sind vergangen seit dem Konkurs der Borgward-Gruppe, zu der auch die Marken Goliath und Lloyd gehörten. In einer der alten Werkshallen arbeiten auch heute noch die letzten 9 Überlebenden eines Unternehmens, das in den 50er Jahren als Inbegriff des Wirtschaftswunders galt. Wir suchen nach Spuren eines Symbols, nach Menschen, deren Leben auch heute noch mit dem Namen Borgward verbunden ist. Mal Lloyd. Sie rollen auf allen Straßen, die wendigen und überaus wirtschaftlichen Wagen. 50.000 Mal Lloyd. Seit ihrer Gründung im Jahre 1949 haben die Lloyd Motorenwerke einen steilen Aufstieg genommen. Täglich verlassen 180 Lloyd-Wagen die 6 Bänder der neuen Werkhalle. In 51 Länder werden sie zurzeit exportiert. Lloyd schafft unter der technischen Leitung von Direktor Krämer gebrauchstüchtige Fahrzeuge auf internationalen Prüfstrecken bewährt. Direktor Tegtmeier, der kaufmännische Leiter, spricht zu den 3600 Arbeitern des Werkes. Vor wenigen Jahren, im April 1949, waren es ganze 17 Mitarbeiter, mit denen die Arbeit aufgenommen wurde. Nur wenige ahnten damals die imposante Entwicklung des Werks. Lloyd hat alles, wie waren damals schon. Wie es gut ging, 6000 Mann. Und da gibt's alles. Da gibt's so viele Leute, die nicht arbeiten, und auch ein paar, die arbeiten. Ja. Die Leute, die arbeiten, da wird jede Sekunde gemessen, ne? Abgestopft. Da kann man das, und bei den anderen, die, da kann man das eben nicht kontrollieren, ne? Was denn da? So, aber jetzt mal sehen. So. Nicht so viel Senf, ich brauche nicht so viel Senf. Er bringt jetzt unsere Wurst, also unsere Wurst hier zur Geschäftsleitung. Ja. Macht das immer derselbe? Ja, der ist da geeicht für. Ja. Der hat eine Sondergenehmigung, ne? Da darf nicht jeder rein, da beim Chef, also. Auch am Schreibtisch kriegt man Hunger. Mein Name ist Bedeker. Ich bin der Geschäftsführer der Lloyd Motorenwerke. Es handelt sich bei dieser Firma um den letzten Nachfolgebetrieb aus der ehemaligen Borgward-Gruppe, die im Jahre 1961 in Konkurs ging. Die Firma Lloyd ist im Jahre 1949 in Bremen gegründet und hat im Jahre 1950 die Fahrzeugproduktion aufgenommen. Und diese Produktion lief gut 10 Jahre. Und in dieser Zeit wurden insgesamt bei Lloyd 367.621 Fahrzeuge hergestellt. Die Firma Borgward selber hat 342.313 Fahrzeuge hergestellt, während es bei Goliath noch mal wieder 146.729 waren. Das letzte Wort rein, ne? Bediger? Ja, er muss einsam warten. Wo ist der Herbert denn geblieben? Herbert? Der kommt jetzt. Was hat der Chef gesagt? Ja, er meinte so, wüsste man wenigstens, dass Freitag ist. Er meinte so, dann wüsste er wenigstens, dass Freitag ist. Das ist wenn gut. Wenn eine Wurst gibt. Ja. Ich bin ein bisschen abseits. Sonst vergisst er das. Aber wenn der Fahrer eine Wurst kriegt, dann weiß er genau das Wochenende. Hier sehen Sie auf dem Montageband Goggomotoren, fast vor der Vollendung. Es handelt sich um ein kleines, kompaktes Triebwerk. Kurbelgehäuse mit Kupplung, mit Gebläse,
einschließlich Getriebe und Differential. Wir stellen vor Borgwarts neueste Schöpfung, das größte seiner Kinder, der Hansa 2400. Olga Tschechowa als Taufpatin und erste Käuferin. Zum technischen Steckbrief des Hansa 2400. Motorleistung 82 PS mit 150 km Höchstgeschwindigkeit. Schnittige Linienführung auf Wunsch mit automatischem Getriebe. Olgas Küsschen gab es aber nur für das erste Modell. Borgwarts Technik war wegweisend. Das erste europäische Automobil mit Pontonkarosserie stammt aus seinem Haus. Für den Hansa 2400 wurde schon 1952 ein Automatikgetriebe entwickelt. Die erste serienmäßige Luftfederung wurde 1960 eingebaut. Das Borgward Imperium zu seiner Blütezeit, 11 Betriebe, 20.000 Beschäftigte. Borgwards Erben. Auf der Spurensuche nach diesem Imperium finden wir einen kleinen Betrieb, Rest der früheren Lloyd-Ersatzteilfertigung. Er hat überlebt, hatte verschiedene Besitzer, produziert heute Ersatzteile nicht nur für Borgward-Produkte. Motorbausätze bis 250 Kubik, fürs Goggomobil zum Beispiel. Autos, die noch mit dem alten Führerschein Klasse 4 gefahren werden dürfen. Autos für einen Kundenkreis, der aussterben wird. Als der Umsatz immer weniger wurde, war die Überlegung, den Betrieb zu schließen. Und daraufhin haben wir uns als Belegschaftsmitglieder zusammengetan und haben gesagt, wenn die Firma geschlossen werden soll, dann können wir die Arbeitsplätze vielleicht noch ein, zwei oder drei Jahre halten, indem wir selber dieses Geschäft weitermachen. In der Zwischenzeit sind es schon 4,5 Jahre, die über die Bühne gegangen sind. Das Geschäft läuft gut, wir sind zufrieden. Die Mitarbeiter sind durch Stammkapital oder durch Darlehen am Erfolg des Unternehmens beteiligt. Wir haben keine Probleme mit den Mitarbeitern, keine Probleme mit der Arbeitsleistung. Wir sind alle miteinander zufrieden. Rechtlich ist es so, dass nur die Gesellschafter Mitinhaber der Firma sind. Da wir aber nicht alle Mitarbeiter in der Gesellschaft als Geschäftsführer oder als Teilhaber aufführen können, haben wir es so gemacht, dass diese Mitarbeiter ein Darlehen gegeben haben und sind mit diesem Darlehen am Gewinn beteiligt. Also prozentual jetzt, nicht? Also nicht, dass alle jetzt gleich kriegen, sondern mit dem, was er investiert hat. Und wie hoch sind die Einlagen so von bis? Ja, das kommt drauf an. Ich habe 8.000 habe ich da drin. Unterschiedlich, hier sind nicht alle gleich, nicht? Wir kriegten dadurch ja auch einen Arbeitsplatz erstmal wieder. Ne? Und wenn man den alten Platz weiterbehalten kann, ne? Man ist da wie zu Hause, gefällt einem besser, als wenn man immer wandert. Ne? Sicher. Auf den Spuren von Borgwarts Erbe stoßen wir auf einen deutschen Stammtisch. Das ist der Älteste und der heißt Timo Alexander. Und das kommt von Lloyd Alexander. Ja? Der zweite Name also Alexander. Und die Jüngste, unsere Lina, da habe ich das durchgesetzt. Meine Frau wollte es ja erst nicht, dass sie den Namen Lina Isabella hat. Und das finde ich sehr toll und ist auch ein sehr schöner Name. Für die Lina Isabella habe ich extra ein Isabella Coupé reserviert, was ich restauriere. Und wenn sie 18 Jahre alt ist, dann bekommt sie das. Ich bin jetzt 41 Jahre alt, fahre seit ca. 21 Jahren mit kurzer Unterbrechung Borgward, möchte das in den nächsten 20, 30 Jahren mit Sicherheit noch tun. Ich habe allerhand Teile angesammelt, habe vor 8 Tagen 2 Isabella Limousinen gekauft für relativ wenig Geld, aber in einem sagenhaft schlechten Zustand. Versuche die Dinger in eigener Arbeit wieder zu restaurieren, um meiner Freundin die Möglichkeit zu geben, auch mit einer Isabella Deluxe, TS Deluxe zu fahren. Mein Vater hat nie einen Führerschein besessen, aber hat immer gesagt, Junge, wenn du mal ein Auto kaufen möchtest, nimm nur eins aus Bremen. Ich habe eine Garage, das dürfte schon bekannt sein. Da passen Waren nicht mehr rein. Wenn ich die Tür aufmache, muss ich aufpassen, dass man nicht ins Sehen kommt. Eben so viel Ersatzmaterial habe ich.
Und dann bin ich hingegangen, ich habe die Teile, die ich nun jetzt besonders bevorzuge, die habe ich mir alle sauber gemacht und habe die zum Teil, zum größten Teil, alle verchromt. Ich habe 14 Kartons, diese Bananenkartons, die sind alle gefüllt mit Ersatzteilen, die im Durchweg alle verchromt sind. Also das sind direkte Neuteile. Mein lieber Freund, die alten Zeiten sind vorbei. Ob man da lacht, ob man da weint, die Welt geht weiter, eins, zwei, drei. Ein kleines Häuflein Diplomaten macht heut die große Politik. Sie schaffen Zonen, ändern Staaten. Und was ist hier mit uns im Augenblick? Wir sind die Eingeborenen von Drittsolesien. Heidi, Chimela, 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 Bob. Wir haben Mägdelein mit feurig wildem Wesen. Heidi, Chimela, 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 Bob. Vorgänger von der Isabella, ne? Das ist Hanse 1800 Diesel, ne? Den kannst du sehen, der sieht zwar irgendwie auch nicht aus wie neu, aber das ist das Fahrgestell, ne? Den habe ich. Und die beiden Autos stehen da auch, ne? Hier im Regen? Ja, den habe ich immer draußen. Das kannst du nur. Ich habe da keine Möglichkeiten, das drin zu machen. Ne? Jo, mein Ferrato gefahren bis, was weiß ich, bis 73 oder so um den Dreh, 1973. Und dann durfte er nicht mehr, weil seine Frau hat gesagt, er setzte sich nicht mehr rein, weil das war ja schon früher verpönt, noch ein Lloyd zu fahren. Die waren ja schon seit 60 pleite und mit dem Lloyd, der fußte einfach nicht, ne? Und dann hat die Alte gesagt, ne, ist nicht mehr. Und dann hat er dann aufgehört. Dann habe ich den ganzen Kram gekriegt und seitdem schleiche ich mich damit rum, ne? Habe ich auch so eine ganzen, zwei Autos war das und dann eben alles, was er so gesammelt hat, der hat ja über 10 Jahre auch gefahren, ne? Und hast du so Erlebnisse so als Kind, so mit dem Lloyd fahren? Ja, immer. Mein Vater hat sich immer gut aufgeregt, wenn wir dann mal auf der Autobahn irgendwie einen überholt haben. Dann, hier, wir fahren 100, dann sind wir als kleine Gönn immer hoch und dann über die Schulter geguckt, oh, 100. Und wenn er dann mal einen VW geschafft hat oder so, die fuhren natürlich im Prinzip schon schneller, aber er dann mit 100 gerade mal Walsberg abging oder so, oh, alles prima und so. Ne? Der war immer auf Kampf so. Ne? Ja, das war ganz gut. Und dann war es aber für ihn auch vorbei und dann seitdem. Wir stellen vor Borgward, ein Name, bei dem Mensch und Werk untrennbar sind. Karl Borgward, für die Außenwelt Dr. H.C., genialer Konstrukteur und bedeutender Fabrikant. Für seine Arbeiter ihr Karl, der es vom mittellosen Schlosserlehrling zum Chef eines 10.000-Mann-Unternehmens gebracht hat, der mit der Hand und mit dem Kopf den richtigen Griff hat. Zur Krönung seines 65. Geburtstages überreichte ihm der Bremer Senatspräsident Kaisen das Bundesverdienstkreuz. Vom ältesten Omnibus bis zum modernsten Sportwagen paradiert ein halbes Jahrhundert Automobilgeschichte. Ein Leben für das Auto. Ein Leben voller Arbeit und Erfolg. Da muss ja die Zigarre schmecken. Eine Villa in Bremen. Karl Borgwarts zu Hause bis zu seinem Tod. Wir besuchen die Witwe zusammen mit ihrem Sohn. Ist doch auch, ne? Wir haben uns schon gesehen. Ja, ich war ja bei dir überrascht. Guten Morgen, da. Ach so. Guten Morgen. Ach so. Ja.
Das ist enorm. Und sowas kriegte mein Mann dann immer geschenkt. Sowas haben wir nie selbst getrunken. Haben wir nie getrunken, sowas. Der ist so alt, ja? Gucken Sie mal, jetzt ist es 63 ist mein Mann gestorben. Und diese Sachen liegen da mindestens schon. Wir sind 53 hier eingezogen. Da sind wir schon umgezogen. Wir wohnten ja am Osterdeich mit dem Weinkeller. Also unwahrscheinlich. Aber möchten Sie so immer sowas trinken? So einen Schluck mal, nicht? Er hatte ja die Angewohnheit, er hatte rechts seine Zigarre und der linken Hand seine Zigarrentasche. Und kriegte er dann ein Sektglas in die Hand, dann wechselte er das dann etwas um. Dann hatte er keine Hand frei, um einem Herrn eben höflich, wie man das macht, zu begrüßen. Sondern machte er nur diesen oder gab den kleinen Finger. Und das ist natürlich für manche Herren als sehr arrogant beurteilt worden. Das wirkte auch arrogant, nicht? Ich will jetzt keine Namen nennen, also auf einen Herrn hier in Bremen, der ihm so ein bisschen mehr oder weniger bei dieser Geschichte den Hals gebrochen hat, den hat er so behandelt und das hat er ihm, glaube ich, ewig übel genommen. Das wirkt doch. Lassen Sie sich mal von einem Herrn, der Zigarre in der Hand und Zigarrentasche und ein Sektglas und dann lassen Sie sich mal einen kleinen Finger geben als Begrüßung. Das möchten Sie auch nicht so gerne. Das sind Dinge gewesen, die ich ihm auch nicht abgewöhnen konnte. Wenn irgendjemand etwas falsch machte, dachte er, pass auf, das musst du so machen und konnte das. Und das war natürlich eine Fähigkeit, die ihm hohes Ansehen und also damit gleichzeitig auch diesen Zusammenhalt in dieser Borgwardt-Familie in den Betrieben ausgemacht hat, dass er nicht also darüber sprach, sondern dass er es einfach tat. Und man wusste, dass man sich darauf auch verlassen konnte, weil es richtig war. Das hat mich eigentlich am meisten fasziniert. Und dann war noch ein Punkt, den ich sehr stark in Erinnerung habe, als mein Vater gestorben war und ich ihn dann auf dem Totenbett liegen sah, war er wieder äußerlich der kleine Handwerker, als der er angefangen hatte. Das habe ich also sehr tief in Erinnerung. Eltern haben ein Kohlengeschäft gehabt. Und es war, also habe ich in Erinnerung, 10 oder 13 Kinder, Mine, Dine, Use. Also eine Frau gestorben und dann wieder geheiratet und so weiter und so weiter. Und da hat er angefangen, schon da so, sag jetzt, wie die Kinder das heute machen, mit kleinen Autos gebastelt. Und dann hat er wohl das Technikum besucht, nicht? Und fand seine erste Anstellung hier in Bremen bei Franke-Werken. Und mein Vater hat also immer ein wahnsinniges Gespür für den Markt gehabt. Er hat immer zu dem richtigen Zeitpunkt die Blitzkarre zum Beispiel oder nach dem Krieg den Lloyd und die kleinen LKWs. Genau das, was also die Käufer brauchten, das hat mein Vater entwickelt. Und ich weiß nur noch, dass er immer nur erzählt hat, du glaubst es gar nicht, wie ich mich gefreut habe, als ich den ersten 1000-Mark-Schein zur Seite legen konnte. Das konnte er mir aber auch nie erklären. Woraus oder wodurch das entstanden ist. Das war wohl der Spleen, Autos zu bauen. Denn er hat ja von zu Hause aus kein Geld und kein Nichts gehabt. Also ich kann es nur, wie gesagt, rückblickend, weil ich die Zeit nicht so miterlebt habe, dass ich mir bewusst wäre. Ich kann nur dazu sagen, dass unbestreitbar ist, dass er Wirtschaftsführer gewesen ist. Und wer Wirtschaftsführer konnte man meines Wissens überhaupt nicht vermeiden zu sein, wenn man einen Betrieb dieser Größenordnung in der Zeit weiterführen wollte. Dann wurde einem dieser Titel Wer Wirtschaftsführer verliehen. Außerdem hat mein Vater sich in seinem ganzen Leben auch nachher, also in der Bundesrepublik, nie um Politik gekümmert, nicht die Bohne. Seinen Gedanken, Automobile zu bauen, hat er sich ja völlig widersprochen, dass er nur einen Typ bauen durfte und dann also nur die Zugmaschinen später herstellten für die Kriegsproduktion. Denn er hat sich für das Geld verdienen, was sicherlich mit der Rüstungsproduktion angenehmer gewesen ist, als mit einer Typenvielfalt, nie interessiert, meines Wissens. Und da war es eine Begrenzung seiner Kreativität, wenn er nur einen einzigen Typ fertigen durfte, statt dessen, was er also eigentlich dem Markt anbieten wollte.
Das ist kein Thema mehr gewesen, nachdem er aus der Internierung zurückgekommen war. Nicht? Er wurde ja als Wehrwirtschaftsführer verhaftet und dann war er ungefähr 2 Jahre interniert. Und nachdem er das durchgemacht hatte, war das kein Thema mehr für uns. Da wollten wir nichts mehr davon hören. Nicht? Nein, da kam ja, da habe ich doch in Erinnerung, dass da die Entnazifizierung kam. Nein, und nach der Entnazifizierung, dann kam er ja nachher, durfte er ja wieder ins Werk rein. Da fing er ja dann wieder an aufzubauen. Dr. Borgwardt, das erste Mal. Herr Dr. Borgwardt, 40 Jahre Geschichte aus dem bremischen Automobilbau. Was würden Sie sagen, welches war der wichtigste Meilenstein auf der Halbzeit dieser 40 Jahre? Ja, der wichtigste Meilenstein war eigentlich bei uns der Hansa 1100. Mhm. Das war ein Wagen, der überraschend eingeschlagen hat und uns mit Aufträgen überhäuft hat. Nicht? Wann war das ungefähr? Das war 32 bis 34, so in den Jahren. Da war es schon ein bisschen turbulent, ging es schon zu in der Weltgeschichte. Aber das sieht man hinterher, sieht man das alles, vorher erkennt man das nicht. Ja, was soll ich Ihnen sonst noch über den Merks? Stopp. Dr. Borgwardt, eins, das zweite Mal. Man vergisst all das Schwere, ja, so wird's gemacht. Du-di-du-di-du-di-da, wer hätte das gedacht? So ist es, so wird's, so bleibt es, so bleibt es, mein Liebling, solange wie die Welt sich dreht, nach Regen scheint Sonne, nach Weinen wird's gelacht. Alle Jahre wieder. Die Freunde der Borgwardt-Interessengemeinschaft versammeln sich um ihre Schmuckstücke. Treffpunkt im Sommer 85, Traben-Trarbach im Moseltal. Schweden, Österreich, Dänemark, England. Der Freundeskreis ist international. Das Netz der Interessengemeinschaft reicht bis in die USA, bis nach Südafrika. Borgwardts Erben. Man zeigt sich, man fachsimpelt, man handelt. Zwischen 10.000 und 20.000, je nachdem. Es kann auch sein, das gibt einer, wenn er will, noch mehr. Aber haben muss er. Brauchen will er. Und fahren will er. Er muss auch das Geld haben. Schon aufgefeilt worden. Sehen Sie das? Ja. Ja. Ja, ja, die Löcher aufgefeilt. Mhm. Das ist aber der Originalvergaser von der 75 PS-Maschine. Von der PS? Ja. Ja. Was der Borgwardt gebaut hat, so sachlich und so stabil, was bist du gefunden? Im Borgwardt sitzen ganz besondere Menschentypen. Große, forsche, elegante Herren. Also die heute Fahrzeuge betrachtet, wo 60 Jahre alt sind, sind sie fertig mit der Karosserie. Und wir denn da anhalten? Früher wurden noch Autos gebaut, die noch Form hatten, die noch Ausdruck hatten, die noch was darstellten und nicht so Massen waren. Sieht aber schöner aus, nicht? Original, nicht? Das war was anderes, ein Auto, als das, was heute ist. Ja, heute was ist war das andere? So, das wäre ein bisschen für die 15. Ja, das müssen Sie aus der Geschichte sehen. Wenn Sie aus dem Nichts kommen und dann Beweglichkeit haben, die Möglichkeit, wenn Sie mit dem 300er Lloyd sind 4 Personen nach Österreich gefahren, das Auto hatte 9 PS, ja, das erschloss Welten plötzlich. Dann also
freie Fahrt ins schönere Leben hinein. Drehen Sie ruhig auf. Ein Leutwagen liebt das, nicht wahr, Herr Wachtmeister? Besonders im Stadtverkehr zeigt sich seine wieselhafte Wendigkeit und das frappierende Anzugsvermögen seines luftgekühlten Motors. Übrigens ist dies ein Leut-Kombi mit einer dritten Tür zum Gepäckraum. Ah, schön. Ich meine natürlich den Wagen. Wäre doch goldrichtig für Sie, nicht wahr, Meister? Das sind drei Kollegen, die sich einen Leut gemeinsam für den Weg zur Arbeitsstätte kauften. Guten Morgen. Guten Morgen. Aber auch für den Feierabend. Da fängt ja das schönere Leben mit Leut gerade erst an. Das macht schon Vergnügen, in einer neuen Cabrio-Limousine vorzufahren. Das waren noch Zeiten. Die Borgfahrt durch Straßen fuhr, die Polizei fuhr voll Borgfahrtfahrzeuge und so weiter. Das waren noch Zeiten. Da waren keine Arbeitslosen in Bremen, nicht in politischen Hintergrund. Und alle auch, die, ich habe in Horn zusammengesessen mit einem hier vom Senat. Und da hatte ich hier meine Nadel dran gehabt, da guckt er rauf, sagte, oh, Borgfahrt, ist da ja selbstverständlich. Eine muss ja die Fahrzeuge in Ehren halten, nicht? Denn wenn ihr nicht damals geschlafen hättet, dann wären heute noch die Fahrzeuge. Es hat sich um lächerliche 10 Millionen Mark gehandelt. Wenn man die noch gegeben hätte, dann wäre Borgfahrt heute noch existent gewesen und hätte vielleicht BMW nicht mehr existiert, denn die saßen in einer viel größeren Klemme, wie er sich ausgedrückt hat, wie Borgfahrt. Zu der Zeit auch? Zu der Zeit. Es war ja damals eine allgemeine Krise. Es hat ja früher auch Krupp-Autos gebaut. Die waren ja auch in der Krise und die haben aufgegeben. MAN war in der Krise. Glas war in der Krise. DKW war in der Krise. Aber Karl hat man eben über die Klinge springen lassen. Herr Alter hat sich das wohl ziemlich zu Herzen genommen. Der starb denn ja bald. Ne? Ist ja auch so. Wenn das, er war ja auch Aktionär. Ne? War ja auch Aktiengesellschaft. Und wenn das denn plötzlich, ich nehme an, so einen geschäftlichen Blick hat er vielleicht auch nicht gehabt. Ne? Er hatte seine Leute, ja. Er war wohl erstaunt selbst, dass er plötzlich, dass ihm gar nichts mehr gehörte. Ne? Drei Jahrzehnte deutsche Automobilbaugeschichte wurden hier von dem einstigen Besitzer der Firma mitgestaltet. Von Karl Borgwardt, dessen Steckenpferd von jeher die Pferdestärken waren. Heute werden in diesen Hallen keine Autos mehr gebaut. Zurzeit wird hier das letzte Kapitel der kurzen Borgwardt-Geschichte geschrieben, und zwar in einer fremden Sprache. 35 ehemalige Führungskräfte lernen seit Wochen Spanisch. Diese Männer, zum Teil haben sie bereits die 60 überschritten, wollen in Kürze in Mexiko noch einmal von vorne anfangen. Mit den Produktionsanlagen werden sie bald Bremen in Richtung Tampico verlassen. Und das genau 10 Jahre, nachdem Borgwardts erfolgreichste Konstruktion, die Isabella, aus der Taufe gehoben wurde. Der Ausgangspunkt ist sicherlich der Tatbestand gewesen, dass ein Familienunternehmen sehr erfolgreich gewesen ist in den Jahren nach dem Krieg, abgesehen mal von der Vorkriegszeit, und dass die Kapitaldecke nicht ausgereicht hat, um dem Umsatzwachstum gerecht zu werden und den Anforderungen, die aus der positiven Entwicklung resultierten. Man kann aber sagen, dass auch Einzelfaktoren ausschlaggebend dafür gewesen sind. Als erstes ist es sicherlich zu nennen, dass die konstruktive und planungsmäßige Entwicklung der Lloyd Arabella nicht zu den Ergebnissen geführt haben, die geplant gewesen sind. Nämlich die gesamte Kalkulation ist ausgegangen von 250 Fahrzeugen pro Tag als Produktion. Und im besten Falle sind erreicht worden 207 Fahrzeuge nach einer sehr langen Anlaufzeit.
Zu den hausgemachten Problemen kommen Exporteinbußen in den USA und Südafrika, Ergebnis eine Liquiditätskrise. Borgward bemüht sich um einen Kredit bei der Bremer Landesbank, verhandelt gleichzeitig mit dem Ford-Konzern über dessen Beteiligung an den Bremer Betrieben. Ohne Absprache hält der Bremer Wirtschaftssenator Egger seine Pressekonferenz ab und verkündet, die Borgward-Werke sind zahlungsunfähig. Dr. Karl Borgward, durch diese Nachricht ebenso überrascht wie die Öffentlichkeit, erfährt das Ende seiner Werke aus dem Fernsehen. Es ist der 30. Januar 1961. Zwar steht die Automobilbranche vor dem Frühjahrsgeschäft, zwar warten auf dem Borgward-Gelände Fahrzeuge im Wert von 90 Millionen auf den Verkauf, trotzdem verweigert die Bremer Landesbank die letzte Rate des senatsverbürgten Kredits. Durch die Aktion des Wirtschaftssenators aufgeschreckt, wollen die Zulieferer sofort ihr Geld. Das Ende der Firma ist eingeleitet. Ohne Entschädigung muss Dr. Karl Borgward aus der Leitung seiner Betriebe ausscheiden. Der Senat gründet eine Auffanggesellschaft, Sanierungsbeauftragter wird der Aufsichtsratsvorsitzende einer Konkurrenzfirma von BMW. Ein halbes Jahr später, die Borgward-Werke melden Konkurs an. Peter Borgward spekuliert über die Hintergründe. Der 31. Januar war der Tag, der die letzte Chance geboten hat, aus dieser Liquiditätskrise ein endgültiges Ende der Unternehmen zu machen, um zu verhindern, dass die Ford-Werke weiter mit Borgward verhandelt haben um eine Übernahme der Firmen. Und ich kann mir nur vorstellen, dass man dieses verhindern wollte, weil der Grundsatz der amerikanischen Gesellschaften, wie zum Beispiel Ford, der ist, dass derjenige, der die Steuergelder bezahlt, auch auf die Politik Einfluss zu nehmen gedenkt. Das ist normale amerikanische Geschäftspolitik. Und das hätte sicherlich die Interessen des Bremer Senats und der sie tragenden Herren nicht getroffen. Borgward Interessengemeinschaft feiert mit Preisen und Pokalen. Ein Moseldampfer, zünftiger Ort der Ehrungen für die Sieger der Orientierungsfahrt, den Besitzer des ältesten Autos, den Teilnehmer mit der weitesten Anfahrt, den größten Pechvogel. Der dritte Sieger hört auf den Namen Günther Starke. Ja, das ist der Sonderpreis Danke. Der Weinkönigin. Danke sehr. Liebe nette Küsschen, was wir leider nicht verleihen können. Moment mal, hier fehlen doch noch Pokale. Ja, weiß ich nicht. Das sind doch mehr als die drei großen. Ja, weiß ich ja nicht. Ja, Moment mal, Uli, das stimmt nicht. Weiß ich nicht. Die noch drüben. Ist nicht wichtig, nein. Ja doch, das ist wichtig. Drüben steht nichts mehr, haben. Wir haben also jetzt. Uli, ich hab doch mehr als die drei großen. Ist doch egal, dann lass die anderen noch fallen. Mir nicht. Ja, dann lass die anderen noch fallen. Vergiss es doch. Nee, kann ich doch nicht machen. Ja, natürlich nicht. Kannst hängt du da, das machen. Hängt da vorne noch welche an der Garderobe vielleicht. Nein, lass es sein, Habu. Ja, dann verstehe ich Nimm. Nicht. Das ist der erste Preis. Ja. Zweimal haben wir den zweiten Preis. Ja. Dann nimmst du diese dafür. Mhm. So, dieser Pokal ist für den, der seit 1928 im Borgward-Werk gearbeitet hat. Richtig. Veteran aus dem väterlichen Betrieb, Peter Borgward, heute im Versicherungsgeschäft, übernimmt die Ehrung. 1904 geboren ist und der 1928 schon bei Hansa Lloyd angefangen hat, wie Sie alle wahrscheinlich wissen werden, der Vorgängerfirma, die mein Vater seinerzeit dann übernommen hat. Herr Mayer, ich freue mich, dass Sie da sind und dass Sie so gesund sind. Als nächstes möchte ich also Herrn Buchner bitten, der ist Baujahr 1908. Thank you.
Herbst 85, wir haben uns zu einem zweiten Drehtermin im Borgward-Restbetrieb angesagt. Kurz zuvor hatte die Geschäftsleitung den Arbeitern mitgeteilt, dass die Fertigung in dieser Halle, sie gehört der Firma Wertkauf, zum Dezember dieses Jahres eingestellt wird. Wann und wie habt ihr eigentlich erfahren, dass es jetzt hier zu Ende ist? Am Mitte September. Habt ihr? Ja, da haben wir das erfahren, ja. Und dann war? Ja, Mitte September. Ja. Das ist nicht mehr, das habt ihr erfahren? Ja, dass keinen Zweck mehr hat und ja, das kann es bergab weiterzumachen, eben weil wir neue Räumlichkeiten mieten müssen und das eben zu teuer wird. So. Und dann würden sie den Laden eben auch. Endgültig haben wir das auch nicht gewusst, ne? Oder lange Zeit nicht. Wie habt ihr damals mit eurer Einlage den Betrieb am Leben erhalten? Seid ihr denn jetzt, wo es zu Ende geht, auch gefragt worden? Ja, dann passen wir auf, mach das Ding mal aus jetzt hier. Man muss sich wundern, dass überhaupt so lange gegangen ist. Ja. Und wie geht's weiter? Von Zukunft kann man nicht reden. Bitte? Von Zukunft kann man nicht reden. Ja. Und dann? Dann gehe ich in Rente. Wertkauf, wer das übernimmt, der hört ja Wertkauf, die Halle. Also sowas wie da drüben steht, das ist eher die Zukunft, ne? Weiß ja auch nicht, die schießen ja auch wie die Pilze aus der Erde, diese Kaufhäuser. Ob die sich halten können, so, weiß ich auch nicht. Nicht verrückt. Ne? Jeder hat so seinen Splen. Und ich habe mir eben einen Borgward gekauft. Nun habe ich inzwischen erfahren, dass in Mexiko noch ein Werk ist vom Borgward. Da soll auch noch eine Produktionsstätte sein. Und da werde ich wohl die Ersatzteile kriegen. Der Mist. Na, Pitt? Hallo, Susi. Eingeschlafen? Ach, nö, ein bisschen gedöst. Kleines Wettrennen? Nö, lieber nicht. Also jetzt. Ja,
Warum eigentlich nicht? Was? Ist er wohl endgültig hin? Komm doch mal vorbei, dann schaue ich es mir an. Nur vom Anschauen wird es bestimmt nicht besser. Du sag mal, Stefan, du kriegst ja nur 20 Mark von mir. Ja, ich hätte schon fast gedacht, du hättest es vergessen. Nein, nein. Gibst mir noch 80 sind 100. Ich muss den Auspuff reparieren lassen. Einen Auspuff reparieren? Du zahlst mir das Telefon, zwecks unserem Kontakt zur Außenwelt. Es kommt alles bestimmt. Ja, das kenne ich schon. Was geht denn hier wieder ab? Der Johnny hat sich jetzt in seine Corvette einen Kompressor einbauen lassen. Jetzt will er es wirklich ganz genau wissen gegen den PW. Yes. Wer ist denn das? Ja, der Johnny vom Kiel. Nein, nein, die da hinten steht. Die kenne ich nicht. Die hat der Ludwig mitgebracht. Mann, meine Wahnsinnsbraut. Hat eben doch Blei in den Taschen. Der Johnny. Ja, ja, ja. Die Kiste hat nie im Leben 500 PS. Doch. Wir hatten sie doch eben auf dem Prüfstand. Mit halt die Schnauze! Nicht schlagen. Na komm, 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 lass kosten. Ja. So, 1000, das ist. Na, 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 was ist denn? Nee, nee, nehme ich nicht, nee, krieg ich später. Aber komm, Ludwig. Na komm. So. Na, was ist denn? Der packt eben doch alle, der Piwi. Das ist ja auch eine Riesenschleuder, die er da hat. Auf sowas stehen kleine Mädchen, was? Mindestens. So. Das war Arzt rein, Piwi. PS hat er nun ja reichlich, aber man muss natürlich auch damit umgehen können. So. Hey. Hallo, Pitt. Hallo. Marin, das ist Pitt. Die absolute Kanone als Werbetexter. Die hat mir meinen Slogan für meinen Laden gemacht. Da hatte ich sofort 25% weniger Umsatz. Ja, sehr witzig. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das ist doch auch von dir, oder? Blöd, Männer. Zweite Mal. In den zweiten Kopf ist schon. Also 110, 120. Den zieh durch auf der Hälfte. Langsam, langsam. Ach so. Na, nicht schlecht. Nicht schlecht. Auf sowas stehen kleine Jungs, was? Das ist Caro, Ludwigs neue Sängerin. Er managt sie. Du, die machen Aufnahmen bei uns im Studio. Wenn sie dir gefällt, mach sie doch an. Ja. Gib ihr doch Feuer. Gute Idee. Hey, du hast sie wohl im Alle. Toi, toi, toi. Feuer? Mhm. Sehr geschickt. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Kommt sofort wieder in Ordnung. Sag mal, hast du sie nicht mehr all? Glaubst du, das trinke ich noch? Wie? Ach so. Nee, natürlich. Lilo, mach mal schnell einen neuen Kaffee. Vielleicht bekomme ich ja doch noch Feuer. Ja, natürlich. Das habe ich ja noch nie erlebt. Oh Mann. Es tut mir wirklich leid.
ist wohl nicht mein Tag heute. Vergiss es. Es wird nichts mehr. Vergiss es. Belästigt dich der Bubi etwa? Hey, Mann, nicht so ein Ton. Halt dich da raus, Ludwig. Komm, Bubi, du verschwindest jetzt besser. Ich nehme noch einen halben und dann gehen wir. Eben nicht. Ich sitze hier die ganze Zeit und schluck Kaffee. Ja, trink doch noch einen Kaffee. Ich will aber keinen Kaffee. Oh. Hier, dein Kaffee. Danke, hat sich erledigt. Große Klasse. Eine Anmache wie aus der Sesamstraße. Allererste Sahne. Ist ja gut, muss ja nicht immer klappen. Kann ja auch mal was schief gehen. Dem Ludwig, diesem dämlichen Arsch, poliere ich noch mal die Fresse. Da wäre ich vorsichtig. Der war mal Boxer. Mensch, wäre der nicht dazwischen gekommen, hätte das glatt geklappt. Na klar, dann hätte das geklappt, ja. Und dann hättest du sie mit deiner Schrottlaube nach Hause gefahren, oder? Oh Mann, dieser Nerv. Du bayerische Weißwurst! Also lieber eine bayerische Weißwurst als so ein Hamburger, gell? Ich hatte gerade so einen tollen Traum. Ja, du träumst sowieso nur den ganzen Tag. Sommer, Sonne, Côte d'Azur, ein toller Ami-Schlitten und Karo im Arm. Ja, dieser Scheißlärm. Ja, da wachst du wenigstens mehr auf. Du sagst es. Heute muss ich super pünktlich sein. Ja, das wäre was ganz was Neues. Was sag ich meinem Chef? Ich will eine Festanstellung in der Agentur mit einem anständigen Gehalt. Ja, das wäre nicht schlecht, weil er könnte wieder mal den Teil zur Miete beisteuern. Ne? So siehst du aus. Student auf Lebzeit, mit Papas monatlichem Wechsel und noch geldgierig. Und Ausländer. Rassist. Ist der Chef da? Erst morgen wieder. Das ist blöd. Er hat übrigens nach Ihnen gefragt, Pitt, als er vorhin kurz mal reingeschaut hat. Ja, ich bin in einen Stau geraten. Was wollte er denn? Keine Ahnung. Ich müsste noch mal in die Stadt. Was Dringendes erledigen. Das geht doch, oder? Das müssen Sie doch wissen. No, I can't get you out of my head. No, I can't get you out of my mind. I tried so hard, so silly to find somebody equal who's taken your part. Yes, I know it wasn't. Ganz große Klasse. Toll.